Aber freuen uns auf die nächste Challenge-Idee und was daraus geworden ist in dieser Zeit, in diesen paar Stunden seit gestern. Es geht um eine Sharing-Plattform von Gebrauchsgegenständen. Und ihr werdet staunen, auf was für Ideen und was für Austausch man da kommt und woher man auch weltweit Ideen holt für das. Und darum bei uns auf der Hackathon-Bühne der Martin Eggenberger und Tanja Schellenberg. Willkommen! Selten so viel Kaffee getrunken wie die letzten zwei Tage. Und wir haben gerade am Anfang uns überlegt, was ist eigentlich das Ziel? Die erste Fragestellung war relativ klein gestellt. Dann sind wir ziemlich grösser geworden, haben uns dann wieder ein bisschen zurückbuchstabiert. Und zum Beispiel hier dargestellt, geht es eigentlich darum, dass man so Päckchen weiterschickt, einzelne Produkte einfach weitergibt. Geht es darum, dass man teilen, hin und her geben, mieten, Teilsystem oder geht es sogar wie in einem Fablab auch ums Wissen rund um die Produkte und ums Wissen über das Reparieren und das Flicken. Die ganze Sharing-Welt kann man eigentlich recht gross verstehen. Wir haben einen Begriff gelernt, wir haben ein paar Tools angeschaut und der Oleg und Martin haben zu meiner grossen Bewunderung haben sie auch gerade innerhalb von Stunden einen eigenen Prototyp noch programmiert. Hier ein paar Beispiele, was eine Stadt könnte zum Duschen oder Mieten anbieten. Und da sind wir gleich ein bisschen drauf gekommen, es gibt eher Investitionsgüter, wo man ein bisschen mehr dafür ausgibt, zum Beispiel einen Marktstand oder einen Schneepflug. Oder es gibt auch Verbrauchsgüter, zum Beispiel Reinigungsmittel, die ablaufen oder vielleicht sogar Lebensmittel, die ablaufen, die man möchte, schnell weitergeben. Es gibt vielleicht Sachen, die man am Wochenende nicht braucht und kann der Bevölkerung zur Verfügung stellen. Und da gibt es ganz viele Aspekte, die man muss anschauen muss. Zum Beispiel der Schneepflug wird wahrscheinlich dann gebraucht, wenn es schneit, oder? Und das ist dann nicht so einfach, wenn 100 Leute auch wollen. Das muss man vorausdenken. Ablaufdatum, Reparierbarkeit kann auch sein, dass gewisse Geräte die Nutzung, Wartung sehr wichtig ist. Da kann man ein Kürzchen machen oder erklären oder Bedingungen stellen. Das ist im Detail nicht einfach, aber gibt es auch eigentlich schon viel, was ausprobiert worden ist. Wir haben Initiativen angeschaut. Es gibt eine ganze Welt, die sich mit Economy, Circular Economy oder Sharing auseinandersetzt. Zero Waste, Switzerland, Food Waste. Vielleicht kennt ihr einige von diesen Apps, die auch schon im Einsatz sind. Die Schweiz hat mit Ricardo eigentlich schon eine ganz grosse Sharing-Plattform, die erfolgreich ist. Und dann haben wir geschaut, was nacheinander steht. Und wo könnte man auch mitmachen als Stadt? Und jetzt tue ich glaube gerade Martin das Wort übergeben, weil ich habe noch viel überzeugen, dass man ein bisschen grösser denken kann. Danke, Tanja. Also wir haben ja, wenn wir das Bild hier anschauen, eigentlich unten links angefangen mit dem Challenge, dass das stadtintern ist, die ganze Sharing von irgendwelchen Maschinen oder Gebrauchsgegenständen. Wir haben dann aber festgestellt, eigentlich ist das ein verschenktes Potenzial, wenn man dort unten bleibt und haben dann auch festgestellt, ja, wer braucht das stadtintern? Das sind die Mitarbeitenden und haben dann das Kreischen oben durchgemacht. Und ja, wenn man Mitarbeitende von der Stadt nimmt, dann nachher sind die ja nicht nur Mitarbeiter von der Stadt, sondern die meiste Zeit sind sie auch privat unterwegs. Und dann wird es schnell viel grösser. Die Frage ist dann, was dürfen denn die Mitarbeiter alles auch gegen aussen noch sharen oder anbieten und so weiter. Und man sieht auch die stadtnähe Betrieb, das wäre, wenn man denkt, vielleicht das Pflegeheim oder an die Stadtwerke oder irgend so etwas. Oder Schulen. Oder vielleicht auch
Wir sind Kantonsbetrieb, wie Kantonsschulen und so weiter. Halt einfach, wenn wir dort bei den öffentlichen Institutionen bleiben, auch dann ist der Kreis schon viel grösser geworden. Wir haben dann festgestellt, ja, wenn wir so etwas entwickeln, warum können wir dann nicht auch weitere Gemeinden dazu nehmen? Die haben genau die gleichen Herausforderungen. In dem Zusammenhang ist uns auch noch per Zufall in den Sinn gekommen, warum gibt es eigentlich kein Repair-Café zu Witzig. Aber das ist nur so eine Klammerbemerkung. also wir haben festgestellt, das Modell, das ist zwar stadtintern schön, aber es wächst schnell und man kann es eigentlich wirklich bis voll offen machen und dann sind alle dabei, die zu Witzig wohnen, beziehungsweise noch besser, und wenn man gerade aufmacht, dann machen wir es gerade schweizweit auf und dann nachher hat man auch einen richtigen Markt dafür. Aber die Challenge ist eigentlich nur das kleine Näckchen, ich darf noch schnell zurückgehen. Also, die Challenge wäre auch nur das kleine Näckchen unten links und mit dem können wir auch anfangen. Und wenn man, ja, meine kleine Klammerbemerkung dort zum Repair-Kaffee hat das dann da einfach mal schnell noch zu der Kreislaufwirtschaft, wie die eigentlich überhaupt funktioniert, gebracht. Das ist das Modell, das im Kanton Zürich gelebt wird oder sollte gelebt werden. Und die Challenge, die tut eigentlich die kleinen Teile unten teilen und wiederverwenden, abdecken. Ist aber natürlich noch nicht alles, was man dann nachher könnte weiterentwickeln oder weiter brauchen. Aber es ist sicher schon mal ein guter Anfang. Und irgendwann muss man ja schließlich mal anfangen, wenn es etwas daraus werden. Gut, wir haben dann geschaut, gibt es schon irgendwelche Tools, die das könnten, abbilden könnten. Und Tanja ist da. Und Tanja ist mitbeteiligt oder Mitentwicklerin bei Shareit. Du kannst das nachher noch genau sagen. Die Plattform Shareit, die ist international aufgestellt, die geht, wird entwickelt in Tel Aviv und in Rio und sie hat schon 100'000, glaube ich, Mitbeteiligte, die daran arbeiten und auch bereits die Plattform nutzen. Die Plattform hat etwas noch nicht und das wäre eben so ein Closed-Source-Bereich, den wir dort gesehen haben, das gleiche Kreis unten links, das kennen sie noch nicht. Das Kreis unten links ist aber in Entwicklung und gemäß Tanja wahrscheinlich etwa in einem Monat plus minus fertig. Aber ich glaube, ich gebe dir wieder, du kannst noch mehr darüber erzählen. Danke vielmals. Ja, wir sind vom Verein Shareit Schweiz und wir tun seit einem Jahr das bekannt machen. Es sind inzwischen schon 2'500 Leute, die mitmachen. Wetzikon ist jetzt noch nicht auf der beliebtesten Stadt, aber das kann ja gleich werden. Und die Idee ist ganz einfach, wenn wir alle 10, es können auch 20, es können auch 100 Sachen sein, die wir nicht mehr brauchen, sichtbar machen für andere, also in die App reinladen, dann entsteht ein riesiger Marktplatz. Und die Besonderheit ist, dass man es ohne Geld macht, das vereinfacht viel und macht viel grosszügiger. Also ich kann ein Kleidungsstück von mir drauf tun, kann sagen, ich hätte gerne 15 Punkte dafür, nicht Franken, aber so ungefähr in diesem Rahmen. Und wenn es jemand nimmt, dann kann ich mit diesen 15 Punkten etwas von jemand anderem nehmen. Und so ist es auch eine Besonderheit, finde ich, ist, dass man auch Wünsche rein tun kann. Jemand wünscht sich ein Gegen und jemand wünscht sich ein Velo. Und wenn jetzt jemand so etwas vorig hat, kann man sagen, ja, ich hätte das. Letzte Woche ist eine Gitarre so weitergegeben worden. Die es gegeben hat, hat gesagt, ich hätte gerne 100 Punkte. Die andere hat dann noch ein bisschen müssen Sachen aufgetan, damit sie genug Punkte hatte. Und ist dann aber sehr zufrieden gewesen, dass sie ohne Geld das hat können erstehen und die andere, die es gegeben hat, hat sich Wanderschuhe und ein paar Bücher erstanden. Und so fliessen die Sachen. Und ob es jetzt eine Stadt ist oder eine Schule oder eine Einzelperson, eigentlich je grösser, umso interessanter. Es ist ein Hackathon und wir haben dann ein bisschen gehackt. Das ist, und der Kollege Oleg hat dann gefunden, ja, da müssen wir vielleicht noch ein bisschen an den Datenschutz im Lernbereich schauen, hat das Datenmodell eigentlich können ziemlich gut absaugen. Ich war noch verblüfft.
Wir haben ein bisschen geschaut, zu welchem Preis werden die Sachen angeboten. Es gibt Möbel für 700 Punkte oder Franken und der Durchschnitt ist ungefähr bei 25 Franken ist gestiegen mit der Zeit. Das heisst, die Leute haben mehr Vertrauen, geben mehr Sachen weiter. Wir haben dann heute Morgen noch mal mit Entwicklern Kontakt aufgenommen und eben Fragen und die haben gesagt, es sind zwei Städte, das ist Tel Aviv und Rio, dran, jetzt genau das zu machen, was du eigentlich gesucht hast, nämlich einen geschlossenen Bereich. Und da könnten wir jetzt mitmachen. Das heisst, hier haben wir ein schönes internationales Dreieck, Wetzikon, Tel Aviv, Rio, wo dann hoffentlich die ganze Welt hilft, duschfreudiger zu werden. Falls das nicht klappt oder in der Zwischenzeit, hast du zusammen mit dem Oleg haben wir eigentlich schon mal ein Datenmodell aufgebaut. Ja, also das ist noch nichts Wahnsinniges. Wir haben uns einfach Gedanken gemacht, was für Informationen es braucht und wie die Abhängigkeiten sind von diesen Informationen. Wir haben das in einem kleinen Programm zusammengestellt. Das stellen wir auch jetzt ShareIt dann zur Verfügung. Ich glaube, wahrscheinlich werden Sie das mehr oder weniger schon kennen oder etwas ganz Ähnliches auch haben. Aber einfach damit Sie unsere Idee und unsere Anforderungen auch kennen, stellen wir das zur Verfügung. Stellen. Und ich hoffe, Sie können etwas Gescheites anfangen damit, dass die Closed Group dann vielleicht eben, sagen wir mal, in diesem Quartal fertig wird, das Jahr. Und hoffentlich können wir es dann übernehmen. Eine von der Fragen war noch, was machen wir denn mit den Punkten, die die Stadt dann hat, wenn sie plötzlich alle ihre Sachen, zum Beispiel am Wochenende, anderen zur Verfügung stellt. Sie dann schnell auf Ideen kommen, wie man die wieder einsetzen kann. Man könnte sie den Mitarbeitenden geben, man könnte sie Flüchtlingen oder jungen Familien, Alleinerziehenden zur Verfügung stellen. Man kann auch selber, oder das ist ja auch die Idee, dass auch die Stadt fährt, also mehr duschen statt selber einkaufen. Da gibt es einen ganzen Zusatzbereich, wo man eigentlich recht kreativ den kann, im Sinne der Kreislaufwirtschaft nutzen kann. Danke fürs Zuhören. Wenn ihr wollt, reinschauen wollt, könnt ihr auf shareit.mit2t schauen. Und hier im Hackathon gibt es weitere Gedanken, Notizen und Infos, die selbstverständlich für alle zugänglich sind.